Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. So, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ich glaube, wir haben irgendeine Mission mit OG gemacht. Ja, haben wir, genau. Und heute gehe ich zu Big Smoke und damit werde ich mit meinem hässlicheren Wagen hinfahren, sagen wir mal so. Mit dem ich so hin und her driven werde. Den Remington, ja, den finde ich nämlich so geil von der Kurvenlage her. Irgendwie. Der passt mir da am besten. Obwohl es nur wahrscheinlich eine kurze Strecke ist und den Wagen wahrscheinlich verlieren werde, nutze ich den jetzt mal einfach so, weil der einfach ein geiles Handling hat. Wie auch immer, fahren wir mal mit dem zu Big Smoke und schauen mal, was der diesmal von uns will, der Gute. Okay, dann schauen wir mal. Parken wir mal in der Auffahrt. Stört ihn eh nicht. Running Dog. Asshole. Nicht die. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. Alright then, come on. Okay, dann holen wir die. Vielleicht ist sie geil. Mal schauen. Ich wusste doch, mein Auto verschwindet wieder, aber egal. So, fahre Big Smoke zum Treffpunkt. Wenn du eine Waffe brauchst, begib dich zu Emmets Haus. Okay, ich glaube, ich werde wieder eine Waffe brauchen. Wenn es schon so sagt. Oh yeah. Yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. I'm gonna fuck you up. Man. Okay, dann. Naja, mal schauen, was ich davon halten soll. Okay, Moment, ist das noch okay aus hier eigentlich? Aber ich könnte mir schon denken, was das hier wird. Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Hey, pull up here, let me do the talk. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio. And I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffee-o up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, get that shit now. Get him. What you talk about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. Müssen wir den jetzt erst erledigen? Okay. Okay. Dann bleibt's wieder an mir hängen. Sehe ich schon kommen. Und jetzt beginnt wieder die Schießerei oder was? Schätzungsweise. Mal bei Big Smoke weiß man das ja nie, ne? Habe ich das jetzt eh auf der Taste? Ja, sehr schön. Gut. Stelle das Gangmitglied. Das heißt, ich muss ihn so ungefähr killen. Egal, da laufe ich einfach daneben. Das ist wichtiger. Laufe ich einfach durch mal. Und, okay, der sucht sich jetzt eine Knarre, oder? Ich soll es stellen. Okay, das heißt, ich soll ihn killen, oder? Ah, fuck, ich hätte ihn fast gehabt schon. Aber stellen ist was anderes, aber was killen, aber gut. Ich kill ihn halt mal. Okay. Sehr schön. Dann war das doch einfacher als gedacht. Und dann holen wir uns mal eine Knarre und dann fahren wir wieder speichern. Und dann. Ja, das Problem ist halt, jetzt haben wir mit dem Vagos auch. Also es war kein Vago. Es war ein Ballast.
Aber ich glaube, jetzt mit dem Vagus dürfen wir auch jetzt dickere Probleme haben. Schätze ich jetzt mal. Nach der Aktion. Und wenn ich es recht sehe, dann müsste doch der Safe Point noch immer bei der Bude liegen. Theoretisch ja. Okay, dann fahren wir mal so rund herum. Fahren wieder speichern und dann wieder zu Big Smoke, beziehungsweise wenn 6 Stunden vergehen. Naja, geht sich nicht mit OG aus, oder? Keine Ahnung. Ich glaube zwischen 18 und 6 Uhr. Ah, zwischen 22 und 6 Uhr. Ne, das geht sich dann doch aus. Das geht sich dann doch aus zu OG. Dann werde ich vielleicht zu OG fahren. Aber erstmal speichern. Und dann gucken wir mal. Okay, das haben wir jetzt lockerflockig erledigt. Das heißt, wir fahren jetzt zu OG und mal schauen, was uns diesmal zu erzählen hat, der Junge. Schauen wir mal. Dann fahren wir zu OG. Es ist Mitternacht, egal. Der müsste normalerweise eh nur zwischen 18 und 22, zwischen 22 und 6 Uhr haben, offen haben. Und vorher wieder einen schönen Springer hier drüber gemacht. Und ja, oh, den habe ich übersehen. Ja, obwohl der mir mitten ins Gesicht geknallt ist. Auf jeden Fall fahre ich jetzt zu OG und während ich das mache, trinke ich mal einen Schluck. Okay. Dann schauen wir mal weiter, was OG gleich zu sagen hat. Bin schon sehr gespannt wieder drauf. Ich kann mich ja natürlich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich, wenn ich die Mission sehe, kann ich mich wieder erinnern. Aber bis dorthin wahrscheinlich eh nicht. Und jetzt steigen wir mal aus und schauen wir mal, was der abgefuckte Burgerbratjunge zu sagen hat. Oh, Mad Dog. Ah. It's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That shit sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Abgefuckter Junge da. Okay. Dann begeben wir uns zu dieser Villa. Und auf diese Mission habe ich mich schon gefreut. Mehr oder weniger. Im nicht positiven Sinne wahrscheinlich. Aber hey, who cares? Wir fahren jetzt zu dieser ominösen Villa. Vorerst mal. So. Und das ist die Villa auf den Winewoodberg. Genau, da fahren wir jetzt hin. Sorry. Nicht geknackt. Vielleicht doch. Aber erstmal ganz gechillt hier raufdüsen. Boah, meine Katze läuft mir wieder über den vor dem Bildschirm her. Ganz so geistert bin ich davon nicht. Aber naja, solange sie mir dann nichts umschmeißt, denn ich habe hier noch ein offenes Getränk stehen. Und wenn sie das umgeschmissen hätte, naja. Das wäre nicht so super gewesen. Oh, ich muss ja erst irgendwie anders hier hoch. Und zwar war das hier. Genau. Das war hier. Stimmt. Oh, fuck.
Tja, das Auto. Komm. Ja, es geht noch. Okay, alles klar. Dann fahren wir hoch mit dem Auto, obwohl es nicht mehr wirklich fahren kann, wie man gerade merkt. Aber naja, who cares? Hier ist die Straßenverengung, Verjüngung, besser gesagt. Genau, das ist das hier ist so nice. Die Strecke liebe ich irgendwie, weil ich die nicht fahren kann. Man hat es gesehen. Und jetzt werde ich mal in das Haus oder weniger einbrechen. Der Hauptgang befindet sich auf der Rückseite der Villa. Okay. Ich komme ja trotzdem rein. So. Ich laufe hier einfach mal. Ein Stückchen. Okay, da unten ist es schon. Alles klar. Hier ist der Eingang. Sehr nice. Dann gehen wir mal rein. Maddox Bude. Das Versbuch ist in Maddox Aufnahmestudio. Oh. Jawohl. Genau, so ging das doch. Ein Wachmann patrouilliert im Bereich des Pools. Wenn du seine Route beobachtest, kannst du planen, wie du ihn unbemerkt umgehen kannst. Alles klar, beobachten ist angesagt. Oh. Ich glaube, ich gehe dem mal nach. Glaube ich zumindest. Wie geht der? Okay. 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 Schon sind wir umgangen. Sehr nice. Ein Wachmann kommt. Aber 40 Blau, das bedeutet, dass du im Schatten bist und die Wachen. Oh fuck. Oh fuck, hat mich gesehen. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Wieso habe ich nur ein Messer? Das sagt doch. Nein, bitte nicht. Oh fuck it. What the fuck? Ich wusste nicht, dass es schon losgeht hier. Mein Gott. Das nervt doch. Fuck it, würde ich ganz dazu sagen. Ich kann die Mission sowieso nicht neu starten. Ja, ich weiß das doch schon. Hallo, Spiel. So. Spiel laden. Okay. Das haben wir mal gut vermasselt. Keine Sorge, das wird schon noch gehen. Keine Ahnung, warum ich hier alle Waffen verloren habe, aber dann mache ich es halt natürlich spät. Später? Nee. Das mache ich besser dann gleich. Na, ich weiß nicht, warum ich die Waffen verliere dort. Das ist scheiße. Ich könnte es theoretisch nochmal machen. Jetzt. Aber ich denke, wir fahren dann vorher zu Big Smog, aber wenn wir das Auto wieder verlieren. Egal. Hilft eh nix. Fahren wir zu Big Smog. Sorry. Okay, dann fahren wir mal. Oder fahren wir nochmal zu OG und versuchen es nochmal. Ja, komm. Mit dem Auto rumzutreiben macht eh mehr Spaß. Fahren wir zu OG. Es geht auch vor allem Ding schneller. Während wir hier lang die Abkürzung nehmen. Wie immer. Und dann fahren wir zu OG nochmal und probieren das Ganze nochmal. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann wissen wir eh, dass es ein Fehlschlag war und dann werde ich auch die Folge beenden. Dann werde ich mal schauen, wie ich das Offscreen so hinbekomme. Ja, genau, nerv mich da hinten. Hast schon recht. Okay.
krass, der mich will, ne? Das ist immer so krass bei GTA. Bei San Andreas zumindest. Bei den anderen auch, bei GTA 4 ist es ja überhaupt nicht der Fall. Das weiß ich, aber weiß nicht mehr, wie es bei Vice City oder bei Liberty City Stories war. Weiß ich echt nicht mehr. Okay, 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 jetzt raus. Okay. Das war unser Auto. Schön, dich gekannt zu haben. Nächstes Car. Hallo, Auto. So. Wie geht's dir, Auto? Ich muss mal schauen, was ich hier überhaupt hören darf. Ich weiß nicht. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich müsste mal achten. Auf achten. Weißt du was, ich steige jetzt gleich mal hier aus, weil... Naja, das bin ich hier nicht neugierig. Okay. Das wissen wir schon alles. Begib dich zu Maddox Villa. Das mache ich dann aber mit dem Auto, weil es auch ein bisschen schneller ist. Okay. Machen wir das. Jetzt fahren wir quasi dort wieder hoch und probieren es nochmal. Die 100 Schuss tun mir nicht weh, die ich da habe. Die ich noch zu verbrauchen hätte. Es tut wirklich nicht weh. Sorry, Limo, das wollte ich nicht. Ich weiß, du bist jetzt böse auf mich, aber who cares? Sag ich dir nur. Und deswegen begebe ich mich da jetzt nochmal hoch auf diese schwierige Straße, sagen wir mal dazu. Sagen wir mal so. Oh, sorry. Oh, fuck. Und ausgeschalten. So einfach geht das. Das hier leider nicht. Okay. Das hier auch nicht. Der wird jetzt auch ein bisschen aggro sein, habe ich das Gefühl. Ja, ist er auch. Aber das ist jenem egal. Hier. Okay, dann geht's halt nochmal hoch zu dieser kleinen, kleinen Villa. Und schleichen uns diesmal erfolgreich vorbei. Denn ich hasse diese Cutscene da, die dazwischen war. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Und naja, dann wurde ich halt gesehen. Und das war natürlich mein Tod. Da kann man nichts machen. Okay. Dann guck ich halt. Der Haupteingang. Oh, ich bin schon daneben. Oh, fuck. Okay, Auto. Lass mich hier umdrehen. Alright. Dann fahren wir. Hier unten müsste der Eingang sein. Oh, ich hätte da unten reinfahren können. Ah, alles klar. Wusste ich nimmer. Ich lasse hier mal das Auto stehen, falls ich das brauche. Ich weiß es nicht. Weil jetzt sind wir ja eine Ecke schlauer nochmal. Die... Ich weiß nicht, wie oft ich die Mission gemacht habe, aber ich brauche definitiv hier drin eine Knarre, um das... Oh, genau, das war das, genau. Genau, deswegen habe ich jetzt schon versaut. Aber ich kann seine Knarre nicht nehmen, das ist nervig. Ja, und das ist nervig. Ich kann einfach seine Knarre nicht nehmen. Das nervt dann total. Ja, ich weiß. Weil ich auch so Hand kann. Ah, da sieht das dann wieder, genau. Jetzt geht ja gleich wieder alles schief, ne? Ja. Ach, weißt du. Leute, Leute, Leute. Dann sage ich halt... Ne, ich sag noch gar nichts. Ich mach hier... Gute Frage. Gute Frage. Mache ich hier weiter oder nicht? Das ist jetzt die Frage, die mich hier beschäftigt auch. Und... Naja... Wir sagen gleich sowieso alle Waffen verliere bei der Mission. Egal. Ich mache die andere Mission.